Herzlich willkommen zu Airless Tipps, dem Format, in dem ihr eure Fragen stellen könnt rund um Farbspritzgeräte und wir beantworten das Ganze als Video. Heute geht es um Kalkfarbe. Wir hatten eine Anfrage, wie man Kalkfarbe optimal mit einem Airless-Gerät verarbeitet. Kalkfarbe, ein großer Trend. In der Vergangenheit kennen wir das vor allem von Anwendern, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen und dann eben Schweine, Rinder, Hühnerställe damit durchweißen. In den letzten Jahren wird es mehr und mehr auch ein ökologischer Trend, so dass Hausbesitzer sagen, wir wollen Kalkfarbe in unseren vier Wänden haben. Daraus ergeben sich so ein paar Probleme oder ein paar Fragestellungen. Kalkfarbe muss häufig mehrfach aufgetragen werden, teilweise 3-4 Mal oder sogar noch häufiger. Da eignet sich dann natürlich der Einsatz von einem Airless-Gerät, weil man die Arbeitszeit deutlich reduzieren kann. Allerdings hat Kalkfarbe durch den Feststoffanteil natürlich eine Besonderheit, höheren Feststoffanteil, und deshalb besteht die Gefahr, dass es eben zu Verstopfern kommen kann, dass die Filter schnell verstopfen und auch, dass die Düsen verstopfen. Wir haben jetzt hier mal ein paar Kalkfarben durchgetestet, weil wir da wirklich viele Anfragen zu hatten. Verschiedene Sachen, hier zum Beispiel von Haga eine Kalkfarbe, Auro, Kreidezeit, hier hatten wir sogar was da, haben wir uns bei Amazon bestellt, eine Sumpfkalkfarbe und die dann zusammengemischt. Das Material spielt eigentlich gar keine große Rolle, aber wir haben einiges durchgetestet, um einfach mal zu gucken, wie kann man es optimal spritzen, weil es von den Herstellern, von den Farbherstellern wenig Infos dazu gibt und es auch nicht wirklich richtig standardisiert ist, wie bei anderen Materialien. Durch den hohen Feststoffanteil haben wir gemerkt, okay, mit einem Setting oder mit einer Ausstattung, wie man jetzt normalerweise Dispersion spritzt, mit 17er, 19er, 5/21er Düsen, funktioniert das hier bei der Kalkfarbe aufgrund des hohen Feststoffgehalts nicht. Das heißt, wir brauchen größere Düsen und wir mussten auch was bei den Filtern setzen, also verändern. Also wir hatten viel Probleme, dass Filter schnell verstopft waren. Deshalb, wir haben das Ganze getestet mit einer Ultramax 2795, die hat 3,6 Liter Förderleistung, also schon ein bisschen Power, und haben festgestellt, dass wir optimalerweise das mit dem Hauptfilter spritzen in einer Maschenstärke von 30, also wir haben einen sehr, sehr groben Hauptfilter eingesetzt hier drin, ja, also nicht wie für Dispersion, hier ist jetzt ein schwarzer drin, für Dispersion zum Beispiel Maschenstärke 60, für Kalkfarbe brauchen wir einen größeren Hauptfilter, eben Maschenstärke 30. In der Pistole befindet sich ja auch noch ein Filter, und zwar hier im Griff. Diesen Filter haben wir komplett rausgenommen, wenn wir Kalkfarbe spritzen, weil der sich einfach zu häufig zugesetzt hat. Und als Düse haben wir eingesetzt, je nach Material, aber relativ große Düsen, zum Beispiel 5/25er Düsen. Für einige Materialien mussten wir sogar noch gröber gehen. Bei dem Sumpfkalk, den wir uns angemischt haben, da haben wir sogar mit 31er Düsen gespritzt, also 5/31er Düsen. Damit ging es dann sehr, sehr gut und wir könnten auch ohne große Unterbrechung, ohne zu viele Verstopfer, vernünftig mit dem Airless-Gerät arbeiten und die Kalkfarbe sauber auftragen. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr Kalkfarbe verarbeiten wollt, schaut, dass euer Gerät genug Leistung hat, weil ihr eben große Düsen einsetzen müsst, braucht ihr auch ein Gerät, was entsprechend Förderleistung hat. Also irgendwas von im Bereich von 3 Liter oder mehr. Zudem große Düsen einsetzen. Also wir haben gespritzt mit 25er, also 5/25er oder auch 5/31er Düsen, je nach Material. Und Filter raus aus der Pistole, als Hauptfilter einen groben Filter mit Maschenstärke 30. Das so als grobe Richtung. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt oder auch andere Fragen zum Thema Spritztechnik, hinterlasst uns eine Nachricht oder eure Frage im Kommentar. Bis bald.